Jetzt ist mal nach KFC mit Chef. Hier ist alles fertig. Oh fuck, was war das? Aber war nicht gut. Das war nicht gut, ne? Ja. Bisschen aufgesetzt hier. Ja, das ist ein bisschen Tuninger. Den Auto von Chef ist ein bisschen Tuninger. Ein bisschen ja, gegrat. Ein bisschen tiefer gelegt. Ja. Und Chef, fahren wir? Wo fahren wir? Bei KFC? Bei KFC fahren wir jetzt, ja. Okay, alles bisschen klar. Bisschen was essen, bisschen Manciare. Bisschen Manciare? Bisschen Manciare. Jetzt Kollege schon vorbei. Was kommt dann? Wir fahren nächste Woche, also wir fahren heute hier noch. Ja, Autoscooter-Stream. Autoscooter-Stream. Autoscooter-Stream ist als nächstes. Marxheim bei Hofheim. Ja, ich natürlich, die Vlogs kommen natürlich ein bisschen später. Werdet ihr wahrscheinlich erstmal nicht mitbekommen. Also beziehungsweise wenn ihr es im Vlog seht, ist es schon vorbei. Ja, aber Autoscooter-Stream, ich hoffe, ihr wart dabei. Ich hoffe, ihr wart zahlreich. Ich hoffe, der Stream war gut. Ich gehe davon aus, dass er gut wird. Und ja, ansonsten, danach ist dann Hessenaue. Und zwei Tage davor, an einem Tag, nur der Mittwoch, ist Wehner Markt. Das ist nur ein Tag. Da sind wir auch am Start. Und da ist natürlich auch Stream dann, ne? Also dann sogar Mittwoch Stream, dann Donnerstag aufbauen und Freitag dann auf der Hessenaue. Also jede Menge Work to do. Let's go. Hasta la vista, baby. Okay, meine lieben Freunde, wir sind wieder unterwegs, meine lieben Freunde. Und zwar fahren wir jetzt an die Köbelhalle als erstes heute und holen da den Hänger vom Vater, vom Autoscooter. Den einen fahren wir schon rüber nach Marxheim und danach fahren wir nach Wiesbaden und dann geht es in Wiesbaden weiter. Da tun wir dann ja, den großen Schießwagen da wegfahren und nach Solberg wird das heute nichts mehr wohl. Das werde ich dann ja, entweder morgen oder spätestens am Donnerstag machen müssen. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Let's go. Dann machen wir mal die Kabel dran. Die Schläuche dran und dann würde ich sagen, Abfahrt. Freunde, hier Marxheim. Cosmo macht gerade hier weg das Band und wisst ihr noch, da hinten ist er ins Gebüsch gefallen. Hier steht dann der Autoscooter, gehe ich mal davon aus, dass es so wie es immer ist. Dann steht er wieder hier quer und wir machen hier dann auch Autoscooter-Stream. Bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Kriegst du das auf oder? Gut, Kopf. Scheiße, Bienen. Also wir stellen den jetzt ab und dann fahren wir weiter Richtung Wiesbaden. Wir sind in Kohlheck und fahren jetzt hier den Schießwagen noch weg und machen jetzt hier noch ein bisschen den Müll weg. Cosmo! Cosmo! Ja? Mach noch hier noch ein bisschen Müll noch ein bisschen weg, ja? So. Na guck mal, das sind, ich dachte, das werden auch Sternschnipsel. Aber hier so. Hier so ein bisschen die Sternschnipsel müssen wir jetzt noch wegmachen. Und dann fahren wir los. Dann geht's ab nach Goddelau. So, sind in Goddelau angekommen. Hab schon wieder Bock. Jetzt hat er schon fünfmal hin und her geschoben. Jetzt muss ich noch die Schaukel hier hinten rausholen. Wie auch immer. Weil die da hinten drin steht. Und und dann muss ich noch mit denen nach Marxheim fahren und muss noch nach Wiesbaden mit dem fahren. Ja, guck mal hier. War ja super, das ist ja dran gefahren hier. Ja, müssen wir alles wegmachen hier jetzt. Ja. Also wir machen erstmal hier die Schilder weg, die Front. Und dann müssen wir den Rest wegmachen. Ich hab Bock drauf. Eine Stunde später, ich weiß nicht, ob wir eine Stunde gebraucht haben, aber ich würde schätzen schon. So, jetzt haben wir alles hier rüber gefahren, ne? Hier den Packwagen weg. Und ja, die anderen zwei, die hier noch davor standen, um den da rauszukriegen. Jetzt müssen wir noch die Plane da oben abmachen, die da drüber gespannt war für zum Schutz von der Front da oben. War, hat ja super gehalten, auf jeden Fall. Ja, müssen wir jetzt hier die Plane da noch wegmachen. Dann noch die Kasse hinten dran. Und dann geht's wieder rüber nach Rüsselsheim. Jo, meine Lieben, wir haben es geschafft.
Schaukel hängt dran. Cosmo hat das Tor zugemacht. Und dann fahren wir jetzt nach Rüsselsheim, hängen da wieder ab und fahren dann mit dem Kassewagen vom Autoscooter nach Marxheim rüber. Ich bin schon wieder den ganzen Tag unterwegs. So, da sind wir auch schon wieder in Rüsselsheim. Schon. Und haben jetzt hier die Kasse am Start. Die hängen wir jetzt an, beziehungsweise haben wir schon angehängt. Ich mache jetzt hier die Schläuche dran, Kabel dran. Und dann geht's auch schon direkt wieder weiter nach Marxheim. Vater ist schon rübergefahren, dem hat das zu lang gedauert. Mit dem habe ich zwischenzeitlich telefoniert. Da war ich noch in Golle drüben, sagt er zu mir. Wo bist du? Ich sag, ah ja, in Golle noch. Wie noch in Golle? Weißt du, parkt das Ding da komplett zu. Das ist so typisch, ne? Der stellt komplett den Wagen dazu und ich muss den dann da rausholen auf Krampf. Und dann geht's ihm noch nicht mal schnell genug. So. Ich mach die Luft dran und dann fahren wir rüber. Wir sind da in Marxheim. Und Vater hat schon den Mittelbau schon soweit. Ja, gestellt, glaube ich, aber noch nicht ganz. Kasse kommt hier rein. Schäse sind ja auch noch mit da drinne. Ja. Und keine Ahnung, was wir jetzt noch machen. Wir schauen mal, was jetzt noch der Auftrag ist. Und dann will er ja noch nach Wiesbaden noch heute fahren. So, wir sind unterwegs Richtung Köbelhalle wieder und fahren jetzt zwei Transporte nach Wiesbaden rein. Da ist das Wochenende vom Vater Norbert im Straßenfest und ja, heute wieder den ganzen Tag unterwegs hier. Selber nichts geschafft. So, also wir sehen uns an der Köbelhalle bzw. dann in Wiesbaden. So, dann rollen wir auch schon los hier an der Köbelhalle. Zweimal Pferdekarussell. Packwagen, ne? Mittelbau, Packwagen, zwei Packwagen und einmal Kasse ist das. Und es geht los. Jetzt geht's nach Wiesbaden rüber. Und ja, danach denke ich mal, ist es dann für heute endlich geschafft. So, wir sind angekommen. Wilhelm Straßenfest. Das wird hier die ganze Wiese, die ganze Straße da drüben, die Hauptstraße. Wird das alles stattfinden und wir fahren jetzt hier rein. Ich hoffe, dass die Wiese halbwegs fest ist. Mal mit dem Vater hier jetzt die Stöppel wegmachen. Hier vorne. Ja, können wir überhaupt reinfahren? Was heißt außenrum? Ja, es ist super offen. Ja, wir schauen mal. Komm, wir müssen jetzt da vorne drehen. Ist natürlich hier nicht so viel Platz zum Drehen. Ja. Ist doch nicht offen hier. Jetzt müssen wir rumfahren, müssen vorne von der Hauptstraße aus reinfahren. Ja, jetzt let's go. Normalerweise hätten wir hier schön auf dieser Kreuzung drehen können, aber der hier steht im Halteverbot und steht halt genau im Weg. Jetzt fahren wir, jetzt drehen wir hier da hinten, tun wir jetzt drehen. Let's go. Müsste eigentlich passen. Es hat übrigens nicht gelangt, da zu drehen. Wir mussten den Kassewagen abhängen, dann ja, ein Stück vorfahren, rumschieben und dann noch wieder dranhängen. Ich habe natürlich das falsche Schuhwerk dafür an, weil eigentlich sollte ich ja nur meinen Wagen fahren heute. Und dann ist noch das draus geworden und das draus geworden. Jetzt ist das Ding mir fast noch weggerutscht. Okay, ich muss gucken, wir müssen jetzt da vorne wieder reinfahren. So, meine lieben Freunde, es steht. Packwagen sind gestellt. Ja, wie gesagt, ihr kennt das Spielchen ja, ne? Ich kann halt nicht so viel zeigen, wenn ich selber am Fahren bin und am Tun bin. Push doch mal diesen Kanal hier, lasst doch mal ein Abo da, liked das Video, teilt es auch gerne
Und irgendwann sind wir vielleicht mehrere 10 oder 100.000 sogar. Und dann kann ich mir einen Filmer leisten. Einer, der filmt die ganze Zeit.